Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 176. Und wie versprochen, gucken wir uns jetzt mal an, Ich bin ganz ohr. was es da so gibt danach. Natürlich eine Ich bin. Folgequest, nein, zwei Folgequests sogar. Feuerweber. Was führt euch hierher? Und Knochenmalmer. Na gut, jetzt dadurch, dass wir ja schon in Nagant waren, sind die Sachen teilweise jetzt nicht so gut, die wir als Questbelohnung bekommen. Es sei denn, wir haben noch ein paar ältere Sachen an. Aber haben wir ja nicht. Ach, ein Stinktier. Was liegt da denn rum? Oh je, oh je, oh je. Bei uns. Jetzt glaube ich, müssen wir nämlich da rein. Dann können wir gucken, vielleicht kriegen wir das dann auch hin. Ja, seht ihr. Vielleicht kriegen wir das dann auch hin, die Begleitquest zu machen, die ist da gerade. So wird's gemacht. Das hat jetzt recht lang gehalten, ne? Ja, ist voll. 20 Sekunden. Warum habe ich immer eine Minute im Kopf? Verstehe es nicht. Ich bin mal gespannt auf den nächsten Warcraft-Film, wo ich sehe so eine Minute. Weil der, ich glaube, dieser Katka, der war ja in dem ersten Warcraft-Film, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Der konnte ja auch in eine Schar verwandeln, wo er sagte, er hält eine Minute, bla bla. Weil ich habe noch nichts gehört von einem neuen Warcraft-Film. Darum, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, ob es einen gibt. Wenn ja, würde ich mich freuen, weil ich fand den gar nicht schlecht. Ich habe mir den auch gekauft. Da gab es sogar eine WoW-Version bei, wo wir dann wieder bei den Accounts wären. Und ein paar Gimmicks für einzelne Spiele, ich glaube für ach, ja, Heroes of Warcraft oder so. Gab es da was? Und für Diablo gab es ein Fähnchen. Und für noch ein Spiel gab es irgendwas. Fand ich doch mal sehr lustig. Aber ich glaube, daran sieht man auch, dass WoW wirklich viele Spieler haben möchte. Vielleicht war es das ja dieses Jahr mit WoW. Beziehungsweise mit den Add-ons. Weil es wird still um WoW. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Spiel hieß. Da gab es auch ein Online-Spiel, wo die irgendwann die Server abgeschaltet haben. Ich glaube, das war eins von Star Wars. Schwimme mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich weiß es nämlich nicht genau.
Ich weiß, da gab es eins. Das haben die irgendwann abgeschaltet. Haben auch Termin bekannt gegeben und so. Und die Leute, die das dann gespielt haben, die haben sich dann nachher irgendwann alle getroffen. Auf, ich sag mal, wie in Sturmwind. Oder in Hauptstädten und haben dann zusammen gefeiert. Und dann, ich glaube, 0 Uhr war Ende. Ja. Vielleicht ist es dann hier bei WoW auch so. Dass alle nochmal online kommen, sich treffen quasi und dann irgendwann wird es abgeschaltet. Und das war's. Dann geht eine Ära zu Ende. Das war ja ewig das Spiel. Ich weiß, hier hatte ich damals große Probleme. Weil die guteste ist 64. Der ist auch 64, okay. Ich weiß, hier war furchtbar. Furchtbar schwierig. Für mich. Immer wenn ich hier so. Oh, wie viel ist man hier? 62, glaube ich, ne? 62 bis 65. Aber selbst für 64 ist es recht schwierig. Weil man ist dann ja kleiner und man edit die ja dann. Jetzt haben wir die Quest. Ich dachte, wir haben Begleitquest. Die war nicht so. So. Müssen wir nur noch diese Verwüster töten. Das ist auch schon fast geschafft hier. Wie gesagt, wenn man mal gut dabei ist, ne? Level etwas höher, geht das wunderbar. So. Keine Verwüster. Verwüster. Pio. Oh, hab das gesehen. 1300. Läuft bei uns, würde ich sagen. Und der ist anscheinend immer spottbar hier. Blöder Typ. Hexmeister, Hexmeister. Verwüster. Wir brauchen noch mehr als noch. Wir brauchen noch 5. Nein. Da haben wir einen. Aber warum es weniger verwüstet als Hexmeister? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, Everdon hat sogar keinen Bock zu denken. Keine Böcke. Ist doch im Schlafmodus. Und auch, lass mich in Ruhe. Ich hab heute Feiertag oder so. Eine.
das damals für Elite, Silberelite oder so, konnte man sich so Makro schreiben, wo man dann durch die Gegend geflogen ist, der sein Makro gehämmert hat, das dann direkt das Ziel ins Target nimmt. So, gerade ein, wo wir hier die Verwüste am Suchen sind. Ja, gab schon lustige Sachen damals. Obwohl gibt es eigentlich, ja gut, mittlerweile gibt es extra ein Add-on dafür. Was dann im Umkreis von so und so vielen Metern alles abscannt. Ich glaube NPC-Scan oder so heißt es. Sondern anzeigt, da und da ist ein Elite. Mittlerweile gibt es dieses, weiß nicht, man erkennt Handy-Notes. Da wird dann auf der Karte, werden dann verschiedene Zeichen angezeigt, wo was ist, wo es versteckt sind, wo es Verstecke gibt, wo Kisten sind, wo Elite sich meistens aufhalten. Aber ich finde, sowas nimmt auch manchmal das Mysterium. Was ich immer recht schön finde. Gibt ja viele Mysterien so. Damals gab es, fand ich, mehr Mysterien im WoW. Wie, man lange Zeit gemunkelt hat hier mit, wie ist das denn eigentlich mit... Ach, wie hieß denn das doofe Schwert? Das legendäre Schwert. Thunder Fury hier, Donnerzorn. Ich hab's auch super viele Mysterien um den geschmolzenen Kern. Da fand ich richtig klasse. Was Bekannte und ich hier in WoW quasi bekannt getroffen habe. Wir haben uns dann immer eine Gruppe gemacht. Sind dann zu dritt in den geschmolzenen Kern. Das war aber noch zu Lichtging-Zeiten. Das heißt, es war noch manchmal relativ schwierig. Relativ, ne? Weil wenn man irgendwann so die Taktik raus hat, wie man das am besten alles macht, ging es. Weil man brauchte zu dem Zeitpunkt, am Anfang zumindest von Lichtking, brauchte man nämlich noch das Weihwasser, was man vorher sammeln musste in Stratholm. Damit man die Runen deaktiviert, damit man irgendwann zu Ragnaros kommt. Das heißt, man musste erst gefühlt ewig in Stratholm rumfahren, bis man dann genug Weihwasser hatte, um die Runen dann zu löschen. So. Vier Gold 5, 4 Gold 7, 4, nehmen wir das. So, die haben wir auch fertig. Können wir den nächsten in Alerias Fest abgeben. Hier so einen, hatte ich gedacht, wäre der Eisenkiefer. Ich glaube, da vertue ich mich jedes Mal mit. Und das Angeln war schwieriger. Mittlerweile kann man ja, ich sag mal, in Sturm in dem Teich von 1 bis 800 oder so skillen. Und hier zu PC-Zeit musstest du von Gebiet zu Gebiet reisen. Weil nicht in jedem Gebiet konntest du angeln, weil dein Angelskill dann zu wenig war. Und du musstest immer eine Angel bei haben. Sonst war das nichts. Und dann musstest du teilweise halt noch die Köder daran klemmen, damit du vielleicht schon ein bisschen eher irgendwo anders angeln konntest. So, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder ist, Let's Play WoW. Folge, weiß ich nicht. Lasst ein Abo da, lasst ein Abo nach oben da. Wenn euch gefallen hat, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder ist, Let's Play WoW. Und auf Wiedersehen.